Das ist Hans Langner. Er wurde 1964 in Deutschland geboren und lebt immer noch. Hans Langner wird auch der Birdman genannt. Hans Langner liebt Vögel über alles. Deshalb sieht sein Haus auch so aus. Auch von innen überall Bilder von Vögeln, die er selbst gezeichnet hat. Nun möchte ich euch erzählen, wie Hans Langner zum Birdman geworden ist. Er lebte und arbeitete vor ein paar Jahren in Hongkong. Eines Tages sollte eine Performance stattfinden. Das ist wie eine Ausstellung. Statt Bildern tritt der Künstler selbst auf. In 2 Stunden soll es losgehen. Er möchte als Vogel auftreten. Alle Vorbereitungen vom Bühnenbild bis zur Musikauswahl hat Hans Langner bereits getroffen. Nur sein Kostüm fehlt. Was tun? 1000 Ideen schwirren ihm durch den Kopf. Vielleicht Federn? Er rennt durch alle Zimmer, bleibt im Schlafzimmer stehen, reißt seine Kopfkissen auseinander und 1000 Federn schweben durch die Lüfte. Wunderbar! Aber wie sollen die Federn an seinem Körper haften bleiben? In der Küche findet er ein Glas Honig. Seine Rettung. Den ganzen Körper schmiert er nun mit Honig ein und verteilt daran alle Federn. Sein Kostüm ist fertig. Geschafft! Gefedert von Kopf bis Fuß beginnt er seine Performance. Die Bewegungen werden wie von Selbstvogel ähnlich. Nach 30 Minuten ist die Vorstellung vorbei und die Zuschauer reagieren mit Tosen und Applaus. Seitdem wird er nur noch Birdman of Hong Kong genannt. So sah das übrigens in Wirklichkeit aus. Nach einigen Monaten spricht ihn ein Chinese an und fragt: Du bist doch der Birdman. Warum malst du keine kleinen Vögel? Von diesem Tag an stellt er nicht nur Vögel dar, sondern malt sie auch. Er ist mit seinen Birdies sehr bekannt geworden. Es sind keine Tauben oder Adler, sondern einfach nur Vögel. Manchmal benehmen sie sich wie Menschen. Die frechen kleinen Vögel kommen überall gut an. Es ist übrigens egal, wie rum du das Bild aufhängst. Und das Beste daran ist, du kannst sie selber ganz leicht nachzeichnen. Birdies zeichnen wie Hans Langner. Ein Schnellkurs. So kannst du den Körper zeichnen. So zeichne den Schnabel. Das Auge zeichne eulenartig und groß. Die Beine sind geknickt oder gerade mit Krallen oder Füßen. Bei den Flügeln sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hier einige Vorschläge mit den Einzelteilen. Probier es aus. Viel Spaß beim Zeichnen.